Hallo meine lieben türkischen und deutschen Freunde, auch meine Schweizer und Österreicher. Heute stehen wir vor einem 5-Tele-Geschäft. Was man in Deutschland, gibt sowas auch in anderen Ländern, wo man was für 1 Euro praktisch kaufen kann. Hier in der Türkei nennt sich das 5-Tele-Geschäft. Ihr seht das hier, guckt euch das Umfeld mal an. So, und ich wollte jetzt gar nicht so viel Reden und Wind darüber machen. Wir gehen jetzt in diesem Geschäft rein. Und alles, was ihr seht, kostet nicht mehr als 5 Tele und das ist umgerechnet ca. 76, also 75 bis 80 Cent. So, damit ihr mal die Preise habt. Nicht mal 1 Euro das Ganze. Und jetzt gehen wir rein und schauen uns das einfach mal an. Ich denke, das Geschäft ist auch für einige Auswanderer sehr interessant. Und hier kann man wirklich ganz günstige Sachen, wie gesagt, sehr billig bekommen. Und die Qualität ist nicht immer schlecht. Die haben teilweise gute Sachen hier, die man wirklich für einen täglichen Gebrauch oder für einen Haushalt eben benötigt. Schauen wir einfach mal und dann machen wir weiter. Bis gleich. Thank you.
So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind da reingegangen und wir haben extra nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ihr solltet euch eigentlich, ich sag mal, ein eigenes Bild von der Lage machen. Einfach nur beobachten. Also ich werde in Zukunft auch nicht mehr dazwischen reden oder irgendwas dazu sagen. Macht immer euer eigenes Bild. Guckt euch das Ganze in Ruhe entspannt an. Und wie gesagt, wenn ihr überlegt, jeder Artikel in diesem Laden liegt bei 75 bis 80 Cent. Eurocent, ja, mehr ist es nicht. Nennt sich hier natürlich 5-Tele-Geschäft das Ganze. Ja, das wäre soweit alles. Noch kurze Information zur Auswanderung. Wenn ihr gerne auswandern möchtet, wendet euch an mich. Ich habe sehr gute Kontakte. Ich kann das weitervermitteln an seriöse Leute. Die machen für euch den Transfer. Die buchen die Tickets für euch. Die suchen euch eine Mietwohnung. Die suchen was zum Kaufen für euch. Und das ist seriös und ohne doppelten Boden. Und also keine Bauernfängerei. Wenn was sein sollte, bitte eine Mail an mich oder eben über WhatsApp mich informieren. So, schönen Gruß noch nach Deutschland, Türkei, so und so, Schweiz und Österreich, so und so. Bis dann, meine lieben Freunde.